Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge Grimdawn. Grimdawn, und zwar das Add-on, nenne ich Add-on, Mod Reign of Terror. Und ich habe leider, glaube ich, beim letzten Mal, ist gerade ein bisschen laut, Moment mal. So ist das, ja. Hab, glaube ich, beim letzten Mal kein Portal irgendwie angelaufen, weil ich bin jetzt auf der Suche nach dieser Abiel oder wie die Dominus heißt. Schnauze. Und von daher bin ich da jetzt mal ein bisschen gespannt. Ich weiß nämlich nicht so genau, wo ich hin muss. Wieso kann der meine Schüsse blocken? Ich glaube, das ist ja jetzt irgendwie nicht so richtig. Hallo. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Was war denn die 2? Arctic Blast. Die 3 war. Achso, alles klar. Ja, wie gesagt, ich muss mich erstmal reinfinden, Freunde. Das ist jetzt gerade gar nicht mal. Da ist doch irgendwie. Also. Da ist eine Höhle. Was ist das für eine Höhle? Waren wir da schon drinnen? Man weiß es nicht. Wo ist denn hier der Eingang? Da ist der Eingang. Da war auf jeden Fall ein. Da war ein bisschen, muss ich sagen. Wir gehen einfach mal in die Höhle. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon drinnen war. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall das Zeus hier. So, ja, heute ist Sonntag, wenn ich das aufnehme, genauso wie bei den Titan Quest. Ja. Na, ich glaube, hier waren wir aber schon. Ich müsste jetzt. Ja, hier waren wir schon. Ich müsste jetzt ziemlich falsch liegen, wenn ich. So, ich erkunde mal den Rest, den wir noch nicht hier irgendwie erkundet haben, aber da geht's gar nicht weiter. Ja, ich weiß auch aktuell nicht mal annäherungsweise, wo ich hin soll. Liebe Grüße, by the way, an die Magic Man. Ja, du kannst mir jetzt noch x-mal erzählen, dass ich vorbeilaufe. Das ändert nichts, dass es, wenn es passiert, ist es sowieso zu spät. Wenn du das siehst, ist das schon Tage her, dass ich das. Gut, bei der Folge ist es jetzt ein Tag her. Aber grundsätzlich ist das schon Tage her, dass ich das aufgenommen habe. Das stimmt sowieso. Deshalb, ja, du kannst es runterschreiben, aber es wird einfach nichts ändern. Danach suche ich dann auch nicht. So. Kann man das mal lassen? Danke. Ja, hier sind wir lang, das weiß ich noch. Hier geht es irgendwo, da vorne geht es hoch. Ja, und so werde ich jetzt auch so 2-3 Folgen aufnehmen, weil ich heute einfach nicht mehr schaffen werde. Das ist einfach nicht so. Der Grund ist simpel, dass ich alles heute aufnehmen muss. Im Hintergrund rendert auch schon was. Also 2 Folgen, eine Titan-2, die länger ist, eine Titan-Quest. Die länger ist. Eine Folge war eben, weiß ich nicht, wie lange. Von der Titan Quest jedenfalls relativ lange. Die Tell Me Why-Folgen gehen ja meistens eh ein bisschen länger. Ja, keine Ahnung. Da war das halt einfach mal so. Das ist auch eine Titan Quest-Folge, meine ich. Das ist einfach damit zu tun, dass ich Schnauze. Ich weiß nicht warum. Also ich hätte jetzt echt vermutet, dass wir hier hin müssen, um die Aladriel oder wie immer die Dominus heißt, zu töten. Aber ich glaube beim letzten Mal, ne, hier ging es dann auch wieder runter. Aber ich glaube, das wird hier irgendwie die 3 Freunde. Können wir das mal lassen? Ja.
geht's noch. Kann ich da mal einbrechen? Also euch geht's noch explodiert. Ernsthaft jetzt, Freunde. Enemy Hero Kit. So soll es sein. So, dann gucken wir mal. Ja, ich möchte jetzt mal gucken. Das hier ist Fire Strike. Das finde ich ja ganz cool und das nutzen wir ja auch. Und das war Flashbang. Ja, mal gucken. Stunjack. Throw them. Tiny Electric. Finde ich eigentlich ganz cool. Um die Gegner mal ein bisschen zu stunnen. Und dann gehen wir nochmal hier auf Druiden. Was haben wir denn hier noch? Das ist Fort. Werbär. Können wir ja auch nicht. Geht nur. This ability must be toggled to maintain its effect. Requires a melee weapon. Leck mich am Arsch. Arctic Blast, glaube ich, würden wir gar nicht nutzen. Und Nahkampf möchte ich überhaupt nicht nutzen. Ich glaube, ich setze die beiden hier nochmal in Oak Sage rein. Kann eh nicht schaden. Und dann möchte ich diesen hier in Dexterity reinsetzen. So, und dann holen wir uns mal eben den Oak Sage wieder. So, mal eben gleich mal 500 Lebenspunkte mehr. Kann man haben. Aber wir haben jetzt ja noch einen neuen. Wo ist denn hier der Stunjax? Was ist das denn hier eigentlich? Also. Kann ich dir mal. Okay, alles klar. Britzel, Britzel und studier. Okay, ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hallo, Freunde. Hier waren wir, glaube ich, doch schon. Sonst würde die Map nicht so aussehen, wie sie aussieht. So. Ich renne einfach mal weiter nach. Hey, hörst du mal auf? Einfach mal hier weiter. Einfach mal was können. So, da geht eine Treppe hoch. Da können wir rein. Ah, hier sind wir richtig, Freunde. Hier sind wir richtig. Das ist ja mal nice. Ich finde, dann können wir auch mal reingehen. Habe ich eigentlich das Giftzeug an? Frage. Also hier ist Summon Spirit Wolf haben wir. Graben, Oak Sage, True Sight, aber nicht das, was ich besucht habe. Häusen. So. Haben wir jetzt den Poison Reaper? Das ist sie. Und das hier muss der Poison Reaper sein, ne? Hoffe ich jetzt mal. Ja, sieht ziemlich giftig aus, das Ganze. Dann gehen wir mal rein und sagen Hallo. Auf ins Monastery Gate. Ah, hier waren wir auch schon. Da habe ich mich beim letzten Mal gefragt, warum ist hier nichts, wo ich speichern kann? Hör auf da oben. Arschloch. Freunde. Können wir das mal lassen? Ja, auch von Grim Dawn, also Reign of Terror, werde ich heute so
Könntet ihr mal sterben? Danke. Quatsch. Wieso? Ich will eigentlich... Ach, die 3 ist Granaten werfen, alles klar. Hi, Freunde. So. Stun und Granaten ist da auch nett. Finde ich, kann man mal machen. So. Ja, also wie gesagt, so 3 Grim Dawn-Folgen, dann habe ich bis Mittwoch aufgenommen. Ich habe auch 3 Titan Quest-Folgen aufgenommen, 2, sagt schon, 2 Tammy Y-Folgen, wobei die immer ein bisschen länger sind. Hallo? Haut ab! So, Freunde. Achso, wir machen da mit durch, ne? Hier sozusagen. So. Hey, Freunde. Dieses Mal ein bisschen weiterkommen. Ob wir die liebe Galadriel, der Magic hat geschrieben, er hat es ja gleich beim ersten Mal, schrieb er. Wohl ganz entspannt weggemacht. Wir werden sehen, wie es unser Char hier machen wird gegen Galadriel oder wie das heißt. Irgendwas da. Wir werden sehen, wie sie sich machen. Mein Inventory ist voll. Okay. Dann machen wir jetzt mal folgendes. Die Folge ist eh zu Ende. Rogue Encampment. Die Folge ist eh zu Ende, sehe ich gerade. Na, 2 Minuten, dann könnt ihr noch dabei bleiben. Ich gehe nur verticken und gucken, was ich da eingesammelt habe. Lalalala. So. Gucken wir mal. Erstmal sortieren. Jo. So, Schilde können von Haus aus weg. Die Pistole müsste ich natürlich vergleichen mit der Pistole, sonst macht das wenig Sinn. Macht 34 Damage weniger. Ein Salvage Club, der kann auch weg. Den kann man vielleicht behalten. Was ist denn mit der Hose hier? 50 Armor, Pierce Damage, Damage to Undead, 4% Health, 12 Defense, 9 Piercing Resistance, einfach eine. Ja, ja, okay. Machen wir. So, die kann weg. Das Ding kann auch weg. Was ist mit den Stiefeln? Deutlich weniger Armor. Exterior Attack Rating, 450 Resistance. Health, Total Speed, nö. Was haben wir hier noch? Das ist alles Zeus. Battered Shell, da habe ich noch gar nicht mit rumgespielt mit den Sachen. Das lassen wir auch erstmal. So, das kann weg. Das kann weg. Was ist hier? Mana-Regeneration, Casting Speed, Skill Cooldown. Das ist natürlich nicht scheiße, das sollten wir erstmal behalten. Was ist mit der Armor? 14 Defense? Nein. Super, lalala. Wir nehmen kein Schwert. Was ist mit der Knarre? Plus 22 Damage. Achso, Moment. Damit wir auch im Fernen, ja, da macht es nämlich weniger Schaden. Dann hier nochmal den Vergleich zu der Pistole, kann auch weg, kann auch weg. 7 Dexterity, nein. Dexterity, Health, Trigger, Regenerate, nö, das passt schon. An die Dinger gehe ich nicht bei und dann kann man das mal hier rüber packen. So, können wir hier sortieren, können wir die 3 hier auch nochmal rüber packen. Dann können wir auch die Folge danach beenden, finde ich. So. Na gut, ihr Lieben. Dann bedanke ich mich für euer Dabeisein. Ich nehme jetzt noch 2 Folgen auf und dann geht es dann entsprechend, ja,
am Mittwoch weiter mit der Aufnahme. Ich bedanke am Dienstag, Entschuldigung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.